Gut, wir haben heute Thema Spannung und Strom in Reihen und Parallelschaltung. Wir haben Folgendes mit Versuchsaufbau bewiesen. Will damit sagen, wir haben bei der Reihenschaltung haben wir gemessen, ob das wirklich so ist, ob hier wirklich der Gesamtstrom überall gleich war. Das hat sich alles bestätigt. Man kann sich es nochmal zur Wiederholung, man kann sich es wie so eine Art Durchgang vorstellen, wenn hier viele Leute sind und an eine enge Stelle kommen, dann sind wenige, die durchkommen. Jetzt kann zwar der Raum wieder größer werden, es passen aber nur wenige durch, wenn die in diese Richtung laufen. Und wenn es hier hinten wieder enger wird, bleiben die wenigen wenig. Und selbst danach kann es noch so dick werden, wie es will, es bleibt wenig. Das haben wir dann entsprechend durch Messungen bewiesen, das stimmte alles. Und wir haben noch was anderes entdeckt. Wir haben dann bei der Parallelschaltung auch gemessen, und das ist im anderen Video nochmal erklärt, wenn hier viele Ströme losfließen, nehmen wir mal drei unterschiedliche Gruppen von Strömen, dann fließen die hier bei einer Parallelschaltung, biegt sozusagen die erste Gruppe der Elektronen ab, die zweite, es bleiben bloß noch zwei übrig, die zweite biegt hier ab, die dritte biegt hinten ab und dann vereinigen sie sich alle wieder. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel 0,3 Ampere messe, hier als Gesamtstrom, dann messe ich hier 0,1, 0,1, 0,1, vorausgesetzt, ich habe die gleichen Lampen. Jetzt haben wir unterschiedliche Dinge ausprobiert und haben diese Parallelschaltung mal, man sieht schon, die eine Lampe, die leuchtet heller, diese Parallelschaltung ausprobiert und haben gemessen, hier haben wir die Spannung. Diese Spannung, die war hier überall gleich groß, das haben wir entsprechend hier so bildlich dargestellt, das heißt, wir haben es hier mit Pfeilen dargestellt, haben verschiedene Messungen vollführt und das funktioniert auch alles. Aber eins war noch, hier gab es Lampen, die eine, man sieht, dass die leuchtet deutlich heller und wir haben nachgewiesen durch Messung, dass die wesentlich mehr Strom zu verbrauchen scheint, dass die also mehr leistet. Und die Leistung ist eine ganz einfache Formel, PSU mal I. Die Leistung haben wir gesehen, wir hatten es mit zwei Lampen dann gemacht, dass die eine bei einem wesentlich höheren Strom, dass dieses Produkt wesentlich größer ist als zum Beispiel dieses Produkt. Das Ganze werden wir nochmal im anderen Video nochmal mit der Leistung nochmal, das war das Lineal, nochmal nachvollziehen. Aber das bis dahin, also mit solchen einfachen Versuchsaufbauten haben wir hier die sogenannten, man sagt auch Kirchhoffschen Regeln nochmal nachvollzogen. Ein bisschen auf einfacher Basis, aber immerhin. Zum Schluss kamen wir dann zu einer Mischschaltung, aber mit der Mischschaltung werden wir uns dann nochmal gesondert beschäftigen. Da haben die Schüler natürlich sofort rausgefunden, das ist eine Art rein Parallelschaltung. Wir sagen aber Mischschaltung oder gemischte Schaltung dazu. Das bis dahin.